noch ein anderes Bild. Also, wo war ich denn? Man hängt ein 2x2 Meter großes Albert Einstein Bild, hier, ihr wisst, das hängt man an die Wand. Und ich hatte auch alles schon fertig. Ich stand also auf so einem Karton voller Wissenschaftsbücher, ist doch klar, und Lexika. Stand ich also so, hatte das Bild so ein bisschen unter das Kinn geklemmt, so. Und hatte den Nagel auch schon. Wozu braucht man sonst eigentlich einen Hammer? Ja? Also ich hatte keinen da, konnte aber jetzt auch nicht mehr absteigen und sah da meine High Heels liegen. Die habe ich mir dann so gegriffen und habe reingeköpft, so schön, den Nagel. Und tat noch mein Discman auf, da kam natürlich Bach, ja, und jetzt passierte es, mitten in der Passacaglia C-Moll, ihr kennt euch aus, ne? Bach-Weltverzeichnis 828, wisst ihr Bescheid, plötzlich brach der Heil ab. Mir fiel das Bild voll auf den Fuß, seitdem humpel ich noch etwas. Es war schlimm, Albert Einstein zerbrochen am Boden und das Schlimmste war, der Discman blieb stehen, es war wie verhext, die Batterien waren alle. Ich war völlig fertig und dachte, wozu hat man einen Nachbarn? Blondinen sind nicht dumm, ich gehe mal zum Nachbarn. Bin also hin, hab angeklopft, weil da war keine Klingel, ne? Guckte mir so das Bild an, was da so an der Tür war. Es war so ein Graffiti, so ein großer Totenkopf, halb verwest. Da war noch ein Auge drin und durch das Auge war so ein Messer, da stach da so durch und da ging dann so Blut runter und da stand dann so mit Rot, Bathing Cap, The Slasher. Ich kann ja nicht so gut Englisch, das liegt daran, dass es mir zu primitiv ist. Bitte geht's noch keine Fälle, peinlich, peinlich und überhaupt keine Artikel so richtig. Wenn ich konversieren will, dann spreche ich Mandarin, Thai, alles Mögliche. Ja? Und Russisch geht gerade noch so und Latein. Also, es sah nicht so schön aus. Ich dachte, als ich dann noch das Bild von den zwei weinenden Polizisten sah unten, da dachte ich, ich gehe mal lieber. Da stand drunter, ihr kommt hier nicht rein. Und da dachte ich noch, so im plagiatsgeprüften Deutschland, ja? Geprüft, ja? Leit- und Plagiat geprüft. Kaya, das hat Badekappe erfunden und zwar vor vielen, vielen Jahren. Und ich komme auch nicht und sage, hier, gib deinen Doktortitel zurück. Nein, der hat es ja einfach so genommen, ja? Also ihr kommt hier nicht rein und wenn, dann nicht wieder raus. Stand da so unten, dachte ich, ach, ich gehe dann mal, ich kaufe, war Sonntag, ne? Ich kaufe morgen dann die Batterien. Auf einmal reißt er die Tür auf, drückt mich an die Wand in seine Wohnung. Ich sehe nur Staub und Qualm. Das Mann, dass du mich erschreckt, Kleine. Was ich dachte, was ein Bulle war. Sorry, ja. Ich bin deine neue Nachbarin. Und ich, was ist das, ich bin blond. Ich hab den Ausgang verwechselt, wollte eigentlich raus, ne? Das nimm die Dinger vom Kopf, vom Nischel, ja, weißt du? Die sind gefährlich. Meinst du hier meine Kopfhörer, ja? Ja, klar, was? Meine Freundin, ne? Meine XX. Meine Ex-Freundin, Denise, ne? Die hatte diese Dinger auch auf dem Nischel. Die ist zum Friseur gegangen. Kennt ihr Ingon? Den kenne ich nicht. Man muss erkennen, er ist ja rund um die Ecke unser Friseur. Ja, ich bin gerade erst eingezogen. Ich sage noch, was hast du was mit Ingon? Was schackst du nicht da immer hin? Du siehst doch noch gut aus. Und blöd bist du auch noch. Was soll das? Auch Denise, ne? Boah, erst mal einen Schluck drin, ja. Oh, also, was wollte ich auswählen? Ne? Denise hat nicht gehört, ist dahin, hat die Dinger auf dem Kopf, ja, was immer, immer, ne? Immer diese Discman-Dinger. Inge sagte, als sie auf dem Friseursessel sitzt, als Denise mähne, kann die nicht mal die Dinger vom Nischer nehmen. Ich kann überhaupt nicht schneiden. Mensch, da wo die Kabel sind, wie soll das aussehen? Ich verliere meinen Ruf. Hier hast du hier so blöde Stieze da. Aber Denise hat nicht gehört, wahrscheinlich zu laut das Teil, ne? Und hat Ingo dann gesagt, okay, pass auf, ich nehme dir die Dinger mal kurz ab. Und dann? Dann fällt die um und ist tot. Verreckt! Und hat Inge, ne, hat dann die Kopfhörer genommen, sich selber auf den Nischel, warte mal, ja, ne? Da hört er so, einatmen,
Und jetzt stellt euch vor, Badekappe fängt dann auch noch an zu schnipsen die ganze Zeit so. Ich hatte so eine Angst. Ich war froh, wirklich froh, als ich dann weggezogen bin nach Bad Homburg, das ist in Hessen. Ich dachte, je weiter, umso besser, 800 Kilometer entfernt von Halle. Ich hatte auch an alles gedacht. Wirklich an alles. Das Albert Einstein-Bild hing an der Wand, neue Glasscheibe drin. Ich habe auf der Reeperbahn, weil ich zu Besuch war in Hamburg, habe ich 10 High Heels mit Stahlabsätzen gekauft. Ich habe den Nagel reinbekommen, ohne dass irgendwas abbrach. Und ich hatte auch eine Tonne Batterien gekauft, denn wir forschen ja noch dran an Discmen, die nicht kaputt gehen. Denn stellt euch mal vor, was hätte passieren können, wenn die Batterie alle gewesen wäre? Dann wäre doch der Nächste auch gestorben. Das geht doch nicht, so was Unempathisches, finde ich jedenfalls. Findet ihr sicher auch, oder? Also, wo war ich stehen geblieben? Ich war dann in Bad Homburg vor der Höhe in Hessen. Und wie gesagt, hatte an alles gedacht. Mein Discman, alles war wunderschön. Ich wollte auch nicht nochmal vorsichtshalber zum Nachbarn. Dann wollte ich einen Kaffee trinken. Nee, wieder Sonntag und keine Milch. Das ist eine Katastrophe. Ihr wisst, wir trinken unseren Kaffee nur blond. Ja. Ich dachte, einmal versuche ich es noch. Bin so vorsichtig zum Nachbarn. Der hatte in Parteifarben, wirklich wahr, hatte der so eine große Blütenranke in lila und rosa und mit Klingelschild. Ganz wunderschön, ganz schön so kleine Herzchen drumherum. Ich dachte, oh, ich kann klingeln. Habe ich geklingelt, so mit meinem Kaffee. Der hat auch gleich die Tür aufgemacht. Und ich kriege, ungelogen, es ist wirklich wahr, kriege als erstes was Nasses ins Gesicht. Ich bin total schockiert zurück, so ein Schritt. Da hält der einen Schlipper in der Hand, tropfnass, rosa, mit einem Elefantenrüssel so. Aus dem hat es noch getropft, voll eklig. Halt, der liegt mit Anti, ja? Ich hab dich schon durch den Spiegel gesehen, ne? Und meine Waschmaschine ist gerade kaputt gegangen. Kannst du mir den mal durchwaschen, ne? Okay, ja, gib her. Wasche ich durch, ne? Ja, du hast ja deine schöne Kaffeetasse. Da. Ja, ich wollte dich fragen, ob du ein bisschen Milch hättest. Ich trinke den nicht gerne so schwarz. Milch? Ach, das ist gefährlich. Hast du denn nicht Zeitung gelesen? Da steht doch drin, dass 5 Blondinen vor kurzem in Bayern gestorben sind. Verreckt sozusagen. Ja. Du musst 5 Striche machen. Es waren 5 Blondinen. Dinge, Dalek, Milch ist total gefährlich. Machen wir hier mit. Machen wir